Prinzessin, was macht ihr denn da? Wir gestalten das Nachtprogramm, damit sich der Mond nicht langweilt. Ach so, verstehe. Aber bitte etwas leiser. Natürlich, Rick. Als nächstes erkundet unser Praktikant Brocken, was nachts im Königreich los ist. In unserem Segment Nachtschwärmer mit Brocken. Falco, bitte einmal rocken für den großen Brocken. Ich rocke immer. Nachtschwärmer, Nachtschwärmer, Nachtschwärmer. Hier ist Brocken, das bin ich. Und ich bin draußen auf der Straße, um zu sehen, was abgeht. Ich bräuchte einen Interviewpartner, aber scheinbar schlafen alle schon. Zum Glück hat einer und Kitty mir einen Universalschlüssel gegeben. Nachtschwärmer! Hallo, hier ist Brocken. Wollen Sie ein Interview geben? Ah, unverschämt! Auf mit dir! Diese Blumen gehören mir! Nur mir! Ich rufe gleich die Blumenpolizei! Oh, Junge. Alter, beeil dich doch! Nachtschwärmer! Hey, oh, Nachtschwärmer mit Brocken, wie geht's? Ich schlafe, verschwinde von hier. Oh, entschuldige, tut mir leid, tut mir echt leid. Okay, schlaf schön. Nachtschwärmer. Verschwinde, warum sind heute nur alle so laut? Ich muss einen guten Interviewpartner finden, sonst ist mein Praktikum wertlos. Oh, Jackpot, das ist der Sandmann, der Typ, der alle Leute zum Schlafen bringt. Dann machen wir mal ein Interview. Nachtschwärmer. Hey, wie bist du hier angekommen? Zaubersand! Hey, hey, Sandmann! Okay, also, wie genau lautet deine magische Sandformel? Wie bitte? Ich habe nichts gestohlen! Zaubersand! Ja. Zurück zu dir, Einhorn Kitty! Nachtschwärmer! Zaubersand! Wow, fetter Applaus für Brocken! Dann machen wir jetzt Pause und melden uns mit einem besonderen Gast zurück. Musik ab, Falco Deal! Oh yeah, hier ist Werbepause! Hier sind Produkte, die was taugen! Ich hab den Song natürlich gut vorbereitet! Ich grüße euch, Alligator hier. Ich bin Falco Deals böser Erzfeind. Wenn Sie, wie ich, beruflich ein harter Kerl sind und Probleme damit haben, Ihre Gefühle auszudrücken, brauchen Sie harte Kerle Tränen. Sie bestehen aus echten Tränen und steigern Ihre Emotionalität um 2000%. Sind Sie jemals von einem Erzfeind besiegt worden? Harte Kerle Tränen. Hat Ihr Sensei Sie und alles, wofür Sie stehen, verraten? Harte Kerle Tränen. Ist Ihre Familie entführt worden und Ihnen läuft die Zeit weg? Harte Kerle Tränen. Ein Spritzer davon in dein Auge und du bekommst ein schönes, gesundes Weinen hin. Auch wenn du nicht weißt, wie das geht. Wow, Bruder, wie cool. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Ich weine überhaupt nicht. Ja, das sind harte Kerle drin. Willkommen zurück in meiner Sendung. Und Junge, haben wir ein paar aufregende Beiträge für euch parat. Hey, Falco, spiel die passende Musik. Oh, ich habe alle Instrumente zerstört. Aber wir brauchen passende Musik. Oh, ich kann helfen. Oh, 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 willkommen in unserer Sendung. Das ist das passende Lied. Toll! Und apropos Musik, jetzt wartet eine besondere Überraschung auf Sie. Das fantastische Van mitsingen. Ein Zuschauer wird ausgewählt, um ein Lied zu singen und er sitzt währenddessen in einer Van. Und der heutige Gewinner heißt Meister Sternrunzel. Ah, was ist denn hier los? Lass mich sofort hier raus! Was soll das denn? Hey, hey, Meister Sternrunzel. Wollen Sie ein kleines Spiel spielen? Oh, wow. Ich brauche dringend neue Lautsprecher. Was laberst du denn da? Und wer fährt diesen Van? Der ist ferngesteuert. Zur Sicherheit. Und jetzt sing für uns. Singen? Was soll ich denn singen? Wie wäre es mit einem Geburtstagslied? Ich will aber nicht singen. Ich bin ein schrecklicher Sänger. Doch, du musst aber singen. Oder du bleibst in diesem Van. Okay, okay. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag. Junge, ist der schlecht. Ich werde ihm helfen. Ich hasse es. Hey, Meister Sternrunzel. Ah, das hasse ich doch mehr. Singen Sie mit mir. Das wird lustig. Ich will aus diesem verrückten Van raus. Aber zuerst müssen Sie ein Geburtstagslied singen. Okay, okay. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Mr. Sternrunzel. Warte, ich hab gar nicht Geburtstag. Aber klar doch meinen Glückwunsch. Ciao. Warte, lass mich ihn zurück. Wow, ein fetter Applaus für das Geburtstagskind, Leute. Zum Geburtstag viel Glück. Ah!